Im Rahmen des Straßhofer Kulturabos gastierte der Kabarettist Mike Supanschitz in der Europaschule Straßhof. Der Pandemie geschuldet verlegten die Gemeindeverantwortlichen die Veranstaltung in den großen, gut durchlüfteten Turnsaal der Schule. Unter genauer Einhaltung der 3G-Regeln war ein sicherer und unbeschwerter Abend möglich. Die Besucher sahen eine Doku über das wohl unbekannteste Hotel der Welt. Mike Supanschitz präsentierte die mehr als eigenartige Belegschaft des Mehrsterne-Tempels und verriet so manches Geheimnis der Promis von Sergeant Pasti bis Bob Dylan, ließ einen Aluhutsträger zu Wort kommen und nahm die Gäste auf eine musikalische Zeitreise mit. Ein musikalisches Kabarett mit vielen offenen, aber auch versteckten Spitzen. Hier, darauf habe ich gehustet und gefiebert so manche Nacht. Ach, wenn ich das gewusst hätte ich das Süppchen nie gemacht. Es ist heute die zweite unserer Kulturabo-Veranstaltungen seit Beginn der Corona-Pandemie. Und das tut schon gut, wenn man sowas wieder der Bevölkerung in der Gemeinde bieten kann, so einen Kabarettabend oder auch andere Kulturveranstaltungen, hoffentlich auch in Zukunft. Und man sieht da, es ist gut gelüftet, also das wird wirklich alles gemacht, dass nichts passieren kann. Wir sind absichtlich vom Haus der Begegnung hier in den Europamittelsaal, Turnsaal übersiedelt, weil es hier größer ist, weil hier größere Kubatur vorhanden ist, weil es ja auch eine Tribüne hier oben gibt und auch dementsprechend quer lüften kann. Das war eine auch der Überlegung, warum man hier übersiedelt und auch der Abstand besser eingehalten werden kann wie im Haus der Begegnung. Liebe Aluhüter, wir Reichsbürger blicken auch heuer wieder auf eine stolze Bilanz zurück. Kokolischnik Rüdiger und sein Bruder Rowolf haben mit Hilfe ihres auffrisierten Traktors Minimundus mehrmals in Angst und Schrecken versetzt. Und wenn man sich anschaut, der Besuch ist auch sehr erfreulich. Ne? Der Besuch ist sehr erfreulich. Wir haben ja auch dementsprechend vorgearbeitet und haben auch beim Eingang natürlich die 3G-Regel kontrolliert und auch jeden Besucher einen Brief geschickt mit dem Hinweis, es findet in der Europamittelschule statt. Bitte nicht den 3G-Nachweis vergessen, um hier unbeschwerte Veranstaltungen abhalten zu können. Und in Brüssel trifft sich die Geheimdienstwelt mit Agenten aus Übersee. Die klingen ein Loch, Krampfzange auf mich und sind der Chef vom BVD. Es lief alles wie geschmiert und doch hat man uns reformiert. Es ging uns schon die Glodern, Gott sei Dank ist nichts passiert. Wir operieren weiter streng geheim, wie Sie an meinem Beispiel sehen. Genau deshalb bin ich befördert worden zum Chef vom DSN. Das nächste wird Ende November, Anfang Dezember ein Programm mit der Adele Neuhauser sein. Ich hoffe, es wird stattfinden können. Schauen wir mal, wie sich die Zahlen entwickeln. Im Moment sind wir noch sehr zuversichtlich. Es zahlt sich auf jeden Fall aus, die Adele Neuhauser ist sehr gut, ihr kennt es, also das ist wirklich ein Besuch wert. Und ja, eine wunderbare Veranstaltung und ich hoffe, es bleibt so. Wir hoffen auch, dass es so bleibt und freuen uns bereits auf das nächste Jahr, hier wieder so ein Kulturabo der Straßhofer Bevölkerung anbieten zu können. 16 Stufen hinunter ins Kellerstübel, zum Whisky, Cognac und Wein. Das geheime Beisel unter unserer Gossen. Tolles Programm. Jetzt möchte ich aber von dir gern wissen, was hast du gemacht während Corona, während der Pandemie? So. Ich war sehr viel daheim. Ich habe natürlich auch nicht spielen können, es waren die Auftritte weg. Und ich habe natürlich auch das Programm geschrieben in der Corona-Zeit, aber sonst habe ich das gemacht, was sonst, glaube ich, alle gemacht haben. Netflix geschaut, gekocht, viel gelesen halt auch und so. Und schaut, dass man die Zeit irgendwie einigermaßen sinnvoll runterbirgt. Ne? Das vor allem im Lockdown. Ne? Aber es ist schon wieder ein super Gefühl, wenn man wieder auf der Bühne stehen kann. Gell? Sicher, obwohl es ist natürlich nicht ganz so, wie es gehört. Also vor allem, man merkt halt, dass teilweise die Leute nicht so die Karten kaufen. Und aber wie gesagt, es tut sich was, es ist in jedem Fall besser wie gar nichts, aber es fehlt noch ein bisschen das,
soll ich sagen, es gehört mehr Impfung noch, die Leute müssen sich noch ein bisschen mehr trauen. Also es ist nicht der, man kann nicht sagen, dass der Kulturbetrieb so funktioniert, wie er vor Corona funktioniert, aber es ist immerhin ein Anfang und man kann nur hoffen, ja, also man merkt da, glaube ich, wie mehr die Pandemie zurückgeht, desto mehr wird dann auch in der Kultur, wenn die Leute wieder mehr konsumieren. Endlich sitzen wir zusammen und rauchen beinharten Stoff. Buff Daddy Gonzales putzt liebevoll seine illegale Galaschnikow. Ich verteile bunte Pillen und alle Jungs sind gut drauf. Ich selbst lutsch ein buntes Smarty, Gott sei Dank fällt das niemandem auf. Dass jetzt überhaupt eine Zeit ist, wo die Leute gern die Normalität wieder zurück hätten. Aber ich glaube, über das Große und Ganze wird es nur funktionieren, über Impfen und über Genesen. Also ich habe mich auch impfen lassen, meine ganze Familie hat es impfen lassen. Ich glaube, dass der einzige Weg ist, dass man wirklich einigermaßen normal wieder leben kann. Also ich weiß, es gibt viele Leute, die sehen das anders, aber ich glaube, dass das wirklich der einzige Weg ist. Und man merkt es ja in Ländern, wo die Impfrate halt wirklich hoch ist, dass da einfach wirklich schon eine größere Normalität vorherrscht, als wie bei uns jetzt. Ne? Aber gut, auf der anderen Seite, glaube ich, steigen, auch wenn die Zahlen steigen, es wird sicher möglich sein, dass Veranstaltungen stattfinden, weil die Geimpften, und damit es halt diese G-Regeln geben, und wenn die eingehalten werden, dann ist man relativ safe unterwegs, wenn man zu einer Veranstaltung geht. Und ja. Ja, man hat es auch da gesehen, das ist überprüft worden, der Raum ist gut belüftet, also es geht, wenn man will, geht eh einiges. Sicher, klar, man muss halt da irgendwie schauen, dann ist sicher ein Großteil der Leute halt, die dann sonst auch gern kommen würden, vielleicht ist es halt dann nicht, vielleicht überlegen sie das dann auch durch solche Sachen oder ob Leute gerne auf ein Fußballmatch gehen und mitgehen können, ob das nicht vielleicht dann auch doch ein Anlass ist, sie vielleicht doch noch impfen zu lassen. Genau. Dessen vom Heiligen Gral, das wisst ihr aber schon, dass der Sean Connery gar nicht gestorben ist, sondern von den Freimaurern in einer Höhle in Loch Ness versteckt wird. Und von dort aus, wenn sie die gesamten Goldreserven der Welt in ihren Besitz bringen, der Connery, die Freimaurer und der Papst. Also manchmal frage ich mich wirklich, was macht sie eigentlich den ganzen Tag? Da habt ihr wahrscheinlich von der finno-ugrischen Weltverschwörung auch noch nie was gehört, hä? Was der Soros, der Fogosch und der Trampasch da schon seit Jahren geheim vorbereiten. Abschließend wollen wir natürlich von dir wissen, was ist bei dir noch geplant jetzt? Jetzt ist einmal nichts geplant, es ist einmal geplant, das Programm so lange zu spielen, wie es möglich ist, weil das ist ja jetzt erst rausgekommen, das ist ja ein Monat, nicht einmal noch alt. Und ich hoffe, dass halt relativ viele Auftritte reinkommen und dass halt ein bisschen mehr wird noch, als wie es ist, weil die Leute, also die Veranstalter natürlich auch immer eher zuwarten. Das ist auch etwas schwieriger geworden als jetzt dann. Aber ich bin eigentlich mit dem, was ich jetzt einmal habe, recht zufrieden und mein Management arbeitet gut und ich hoffe, dass dann noch ein bisschen was fürs Frühjahr, Herbst und so einer tröpfelt, nicht? Weil jetzt spüre ich einmal das Programm, jetzt sehen sie dann auch Leute und wollen das vielleicht auch buchen und so. Aber man merkt schon, dass auch da ein bisschen schwieriger wird. Und das alles wird kurzfristig. Also man kann eigentlich nicht mehr so rechnen mit allen Dingen. Weil Planung, weil normalerweise sind oft die Auftritte ein halbes Jahr bis ein Jahr oder oft schon eineinhalb Jahre vorher gebucht. Jetzt kann natürlich sein, dass die im November wer für Februar bucht. Das sind alles ganz neue Perspektiven, wo man gar nicht so genau weiß. Ja, habe ich jetzt eigentlich schon viele Auftritte, sind es wenig. Weil das alles anders ist. Genau, ne? Dann wollen wir deine wohlverdiente Pause nicht noch mehr kürzen und wünschen dir alles Gute, dass du viel, viel Auftritte hast. Ja, danke fürs Kommen und. Gerne. Okay, danke dir. Einzige Haubenkoch aus Kapfenberg. Schaut jetzt die Schädel auf die Gartenzwerg. Und der Oberstritzi vom Bruder Stern macht einen Wifi-Kurs zum Bundeskanzler werden. Arbeitsamt, keiner geht gern auf ein Arbeitsamt. Das tönt so zurückgeht, hätte man niemals dran. In der Schlangen vom Arbeitsamt. TV 21 Austria. Einfach anders.